Ja, hallo erstmal. Ich bin Madame Kali. Ich bin hier in Bielefeld Privatdomina, wie man das so schön sagt. Das heißt, ich arbeite für mich hier alleine mit meinen Gästen immer face to face. Zwei Personen in meinem Studio und wir haben viel Spaß zusammen. Ich bin selber Fetischistin und bin jetzt vor 5 Jahren nochmal auf die Idee gekommen, meine Passion auch zum Beruf zu machen. Da hatte ich auch schon vorher ein paar Einblicke in das Metier gehabt, mich auch schon mal im Rotlicht ein bisschen umgeschaut, bin dann doch wieder aufgrund persönlicher Sachen von abgekommen. Man hat ja auch was Anständiges studiert und muss ja was ganz Anständiges auch machen in seinem Leben. Ich habe es dann zum Glück vor 5 Jahren dann doch über Bord geworfen, mir gesagt, okay, jetzt lieb einfach das, mach einfach das, worauf du Spaß hast. Und es ist unglaublich toll. Es gab natürlich, wie das so ist, bei Selbstständigkeiten viele, viele Anfangsschwierigkeiten, die man erstmal überwinden muss. Das fängt an bei der Gestaltung von einer Webseite, überhaupt auch zu schauen, wo ist der Unterschied. Einerseits, man ist zwar Fetischistin, aber wie läuft das als Domina? Also bin ich damals hingegangen und habe mich in verschiedenen renommierten Domina-Studios einfach umgeschaut, wie das so ist, wie die so arbeiten und habe da einfach quasi direkt vom Arbeiten halt auch direkt gelernt, wie das halt so funktioniert. Ja. Und ich bin sehr glücklich, das hier machen zu können. Das ist hier auch meine Heimatstadt. Das heißt, ich habe hier so weiter mein allgemeines Leben, was mich auch sehr ausfüllt. Ich bin unter anderem auch Künstlerin, ich bin Geigerin und eine wundervolle Band. Ich bin die Frau Hexengeige ansonsten bei der Band Harpyr. Und ja, ich kann halt mein Leben einfach frei und selbstbestimmt leben. Das ist die Möglichkeit, die mir das hier gibt. Und das ist etwas. Ich habe ja auch schon viele, viele Jobs gemacht. Das ist etwas, was ich als unglaublich wertvoll empfinde, mir mein Leben so zu gestalten, wie es mir passt. Dieses sogenannte Prostituierten-Schutzgesetz schützt uns Prostituierte leider gar nicht, sondern macht uns nur Schereien. Ich habe vorhin schon mal die Sache mit dieser Anmeldung angesprochen. Und diesen Hurenausweis, wie gesagt, das ist ein Relikt, was wir zum letzten Mal im Dritten Reich haben. Sollte sich Deutschland für schämen, dass sowas wieder eingeführt worden ist, im Grunde genommen absolutes No-Go. Mir persönlich ist es egal, ich stehe eh offen mit dem Gesicht, bei mir weiß es auch jeder, wahrscheinlich weiß es die halbe Stadt mittlerweile. Aber für viele Leute ist das halt einfach nicht. Was eine unglaublich negative Sache auch ist der Ort zu arbeiten. Das heißt, es ist unglaublich schwierig geworden. Ich habe hier in meinen Räumlichkeiten Glück. Das heißt, es ist hier, trotz, wir haben ja dieses private Ambiente, trotz allem ist das ganz offiziell angemeldet. Ich habe eine Vermieterin, der gehören hier ein paar Wohnungen, der gehört das ganze Haus, wo noch ein, zwei Wohnungen ganz normal, an ganz normal Service-Dienstleistende-Sexarbeiterin vermietet sind und es gibt halt dieses Studio, was sie mir halt vermöbliert vermietet hat, was ich dann entsprechend aber auch nach meinem Gutdünken aufgestockt habe mit, das kommt jetzt nicht so schön zum Tragen, irgendwie mit Lichtkonzeption, natürlich mit den ganzen Toys, Werkzeugen, was ich ja alles irgendwie selber auch noch reingetan habe. Und deswegen habe ich hier einfach auch ziemlich, ziemlich Glück und auch ziemlich, ziemlich meine Ruhe. Ich würde sehr, sehr gerne weiter wachsen. Ich würde sehr, sehr gerne mir ein komplett eigenes Apartment anmieten, dann vielleicht auch nochmal mit verschiedenen Räumlichkeiten, die ich dann auch nochmal thematisch gestalten kann, dass ich da zum Beispiel einen Raum auch eher für diese tantrische Variante gestalten kann, dass ich da entsprechend auch Richtung Sexualpädagogen, Sexualtherapie auch ein bisschen arbeiten kann. Das geht in diesen Räumlichkeiten leider nicht, das geben sie nicht her. Das ist mir leider nicht möglich, weil auch ich wäre in der Pflicht, im Grunde genommen, die Auflagen zu erfüllen, die an Großpuffs und an Großbetreiber letztendlich gestellt werden. Ne? Das ist im Grunde genommen eine Unmöglichkeit. Die andere Variante wäre für mich zu Hause in meinen privaten Räumlichkeiten zu arbeiten. Hallo. Also ich bin eh kein Freund von Heimarbeit, egal um welche es geht. Sexarbeit als Heimarbeit ist ein absolutes No-Go. Ich habe überhaupt keine Abgrenzung, weil ich brauche bei intensiver Arbeit brauche ich einen professionellen Abstand. Eines der ersten Sachen, die man zum Beispiel im Gesundheitswesen lernt, wenn man dort arbeitet, ich auch lange Zeit, der professionelle Abstand. Du hast nicht mehr den professionellen Abstand,
Wenn du im gleichen Krankenhausbett schläfst wie dein Patient, dann hast du keinen professionellen Abstand mehr. Ich bedauere das sehr. Ich kann mich eben noch sehr gut an meine, in der Anfänge waren es nicht, aber es waren auch so Schnuppereien, die auch länger gedauert hatten, zum Beispiel bei der, ich sag mal, der großen Hure hier von Ostwestfalen-Lippe erinnern, Angela und ihre Mädchen, das war ja bei ihr auch privat. So, ne? Also das, sie hatte zwei Häuser halt gehabt, eins in Bielefeld zum Wohnen und eins halt in Herford da zum Arbeiten. Und das war halt dieses private Ambiente und das war unter ihren Fittichen und es war einfach toll und es war einfach schön und es war einfach auch, ich habe auch unglaublich viel gelernt von dieser Frau, die selber seit ihrem 17., 18. Lebensjahr Sexarbeiterin ist. Einfach dadurch, dass du zusammen bist, zusammen in diesem Job bist und im Alltag beim Schwatz bei der Tasse Kaffee im Grunde genommen Supervision dir holst, dir gibst, all das ist nicht mehr möglich und ich finde das sehr schade, weil ich würde das auch sehr, sehr gerne auch einen Neueinsteigerin, wie ich es ja damals auch war, Neueinsteigerin in die Sexarbeit sehr gerne ermöglichen. Kann ich leider nicht. Sehr schade. Und auch die ganzen kleinen Wohnungen, die es ja früher gab. Das ist ja schon immer so ein Reisegewerbe gewesen. Also bei Dominas jetzt weniger, aber gerade beim normalen Service, dass man immer mal wieder gereist ist. Ne? Das Bundesgebiet in Bremen, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Leipzig, Berlin und wieder zurück und dann so und so weiter und so fort. Und gerade bei diesen Privatgeschichten, wir haben ja immer da geschlafen, wenn das jetzt fernab der Heimat war, wir haben ja immer auch da geschlafen, wo wir gearbeitet haben. Weil so viel verdient man trotz allem nicht im Sexgewerbe, dass man sich jetzt noch zusätzlich ein Hotelzimmer leisten könnte. Und mit Verlaub, wenn es irgendwo genug Betten gibt, dann ist das im Puff. Bettwäsche wechseln, ne? Einmal gut durchlüften und du hast deinen Schlaf da. Und du hast auch kein Interesse, wenn du jetzt 2 Wochen in irgendeinem Kaff irgendwo bei Gelsenkirchen um die Ecke bist, dir da großartig die Umgebung anzuschauen. Es ist, ne? Vielleicht geht man mal zum Supermarkt, zur Drogerie, aber das war's dann auch. Da will man auch nicht großartig vorher hin in den 1-2 Wochen, denen man da jetzt ist. Ne? Diese lange, ausgiebige Freizeit, die macht man da wieder zu Hause. Oder vielleicht, wenn man in München eine Wohnung hat, die so nah am Platz ist, dass man sagt, super, heute gehe ich mal ins Deutsche Museum. Genug verdient, jetzt bin ich am, muss ich was chillen. Also im Grunde genommen gehört es weg, weil diese Sache mit diesen Anmeldungen ist daneben. Diese auf jeden Fall muss nachgebessert werden, dass ich als private Dame mich irgendwo einmieten kann bei einem normalen Vermieter. Natürlich muss das irgendwo angemessen sein. Das kann nicht in irgendeinem Wohnhaus, wo 100.000 Kinder am Rumschwirren sind. Da wäre das natürlich unter Umständen nicht so besonders toll, wenn da eine ständige Fluktuation und irgendwie so ein Massenbetrieb wäre. Natürlich nicht. Es wäre aber in Ordnung, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, sowas gab es ja früher auch sehr oft, dass sich 2, 3 alleinerziehende Muttis zusammengetan haben, irgendwo, nämlich doch relativ heimlich versteckt, in irgendeinem Wohnhaus, sich ein kleines Apartment angemietet haben, sich immer abgesprochen haben, wer ist denn jetzt wann da, und das quasi so ein bisschen als Liebesnest genutzt haben. Und dann, wenn die Kinder in der Schule sind oder unterwegs sind beim Fußball oder Club oder Geigen spielen oder so, dann entsprechend ihre Schäferstündchen gemacht haben, damit sie den Kindern einfach auch ein bisschen mehr bieten können. Ne? So. Und ich brauche dann einen angemessenen Raum, den kann ich so nicht mehr so einfach finden. Ich finde den nirgendwo mehr. Mischgebiet. Gewerbegebiet auch nicht mehr so wirklich, aber Mischgebiet, Kerngebiet, das ist unglaublich schwierig irgendwie, wo das überhaupt nur noch sein darf. Und das geht nicht. Natürlich muss der Wohnraum angemessen sein und das war er früher letztendlich ja auch immer irgendwo. Es gibt mittlerweile kursiert in der Diskussion eine Mogelpackung, die im Grunde genommen darauf abzielt, einen längst überholten Pseudofeminismus nach dem Motto Schwanz ab zu proklamieren. Es wird geschimpft nach freier Bestrafung, die Prostituierte geht straffrei aus, die Männer sind alle Schweine, man kann keine Frau kaufen. Das sind, ich sag mal, so die Schlagzeilen, die dahingestellt werden.
Jetzt ist es allerdings so, dass die freie Bestrafung mitnichten Prostituierte nicht bestraft, sondern Prostituierte haben unter diesem schwedischen Modell unglaublich unter Repressalien zu leiden. Es fängt damit an, dass sie überhaupt keine geeigneten Orte mehr finden, um arbeiten zu können. Das heißt, im Gegensatz zu hier, wo wir es ja noch in irgendwelchen Misch- und Kerngebieten machen dürfen, aber nicht mehr in sogenannten Wohngebieten, es darf nirgendwo mal irgendwas angemietet werden. Das Hintertürchen von der, es werden nur die Freier bestraft, aber angeblich nicht die Prostituierten, heißt Zuhälterei. Wo dann auch jemand mit einer moralischen Abneigung gegen Sexarbeit sagt, ja natürlich, der Zuhälter muss bestraft werden. Das Problem ist jetzt allerdings, was als Zuhälterei definiert wird. Das heißt, Zuhälterei ist es im Grunde genommen schon, wenn ich mich mit einer Kollegin zusammentue, dann sind wir beide gegenseitig der Zuhälterei dran. Oder geben wir uns Tipps, Begünstigung der Zuhälterei. Es ist ja so, dass wegen dieser Zuhälterei dieses Gesetz sagt, jegliche dritte Person, die aus Prostitution erwirtschafteten Geld eines Menschen Profit schlägt, ist ein Zuhälter. Das heißt also auch, der Webseitenbetreiber, den ich beauftrage, meine Webseite schön zu machen, auch der wird der Zuhälterei bezichtigt. Habe ich einen Termin weiter außerhalb, werde Alkohol trinken und kann mein Auto nicht nehmen, beschäftige also einen Fahrer, ist auch der ein Zuhälter. Habe ich einen schwierigen Job und hole mir einen Bodyguard, ist das auch ein Zuhälter. Es ist sogar so weit gekommen, dass erwachsene Kinder von Prostituierten, die sich zum Beispiel im Studium befinden, und ist ja nichts Unübliches, vor Mutti mal eine Finanzspritze zum Studium bekommen, dass selbst die der Zuhälterei angeklagt worden sind. Die ersten Gerichtsprozesse von diesen Angehörigen laufen jetzt gerade in Schweden an. Bin gespannt, was draus wird. Das ist alles furchtbare Zuhälterei. Die Hotels lassen keine Sexarbeiter. Wir haben ja, wie gesagt, ich habe schon gerade gesagt, es gibt keine Räumlichkeiten, die man sich anmieten kann, offiziell, weil das wäre dann auch Zuhälterei. Die Hotels haben mittlerweile Angst, Sexarbeiter reinzulassen, weil sie Angst haben, der Zuhälterei bezichtigt zu werden, weil dann drastische Strafen auf sie warten. Ne? Das heißt, die Prostituierten haben überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwo noch dieser Sexarbeit nachzugehen, außer vielleicht draußen im Wald und das oben im Norden, ja. Herzlichen Glückwunsch oder hinter einer Straßenecke im Kalten. Super. Es ist mittlerweile so weit gekommen, dass Sexarbeitenden ihre Wohnungen gekündigt worden sind, obwohl sie dort nie Sexarbeit gemacht haben. Sie haben dort nur gewohnt, nicht gearbeitet, weil der Vermieter Angst hatte, dass er der Zuhälterei bezichtigt werden könnte. Na, so weit ist das da mittlerweile gekommen. Und das sind alles die Restriktionen, die dieses schwedische Modell, diese Freierbestrafung auf sich hält. Freilassen wir es mal außen vor, weil die gibt es sowieso. Und vor allen Dingen, was es auch sowieso gibt, ist Prostitution, die dann halt versteckt stattfindet. Und wir waren vorhin auch gerade bei prekären Verhältnissen, gerade vielleicht auch für irgendwelche Migrantinnen, die sich in diesen Ländern nicht auskennen. Und auch diese Puffs gibt es weiterhin. Irgendwo auf dem Land, irgendwo versteckt, wo du nur mit Codewort dann irgendwie da hinkommst und da reinkommst. Und diese Frauen, denen es da unter Umständen genauso schlecht geht wie hier in irgendeinem schlechten Bordell, irgendwo auf dem Land, wo sie, ne, keine Informationen und so weiter haben, an die kommt jetzt keine aufsuchende Sozialarbeiterin mehr dran und kann ihr mit Rat und Tat zur Seite stellen. Da kommt auch auch wenn diese Anmeldeprozedure ziemlich schusig sind, auch da findet kein Gespräch statt und kann informiert werden und Hilfe geleistet werden. Und in Schweden geht garantiert kein Freier zur Polizei und sagt, hören Sie mal, ich war da die Tage mal in einem Saunaclub. Das ist da sehr komisch. Schauen Sie doch mal bitte nach. Passiert hier in Deutschland ziemlich regelmäßig übrigens, dass irgendwelche Freier zur Polizei gehen, weil ihnen in den Saunaclubs irgendwas komisch vorkommt. Freier gehen in Clubs, das sollen sie tun. Das tun sie sowieso.
Das sind zum Teil auch Herrschaften, die sind 60 Jahre alt, 70 Jahre alt, gehen in Puffs seit, ja, 40, 50 Jahren und wollen natürlich ihren bezahlten Spaß haben, wissen auch, dass die 0 auf 15 Prostituierte, ha, mir kommt's gleich, es ist ja so toll. Natürlich stimmt das nicht. Trotzdem kann man auf einer Basis irgendwo auch Spaß haben und Sex haben. Und diese Freier merken zum Teil schon, wenn auch irgendwas nicht stimmt. Und zum Teil, meisten natürlich nicht, weil denen auch das Stigma, oh, Prostitution anhängt. Aber einige von diesen Freien gehen auch zur Polizei und zeigen sowas an. Thank you.